Suya war in der Kooperation mit der Goodiebox 2990. Hier befinden sich Schmuck, Haar- und Fashion-Accessoires in der Box. Wir schauen rein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Abonnenten, ich freue mich insbesondere, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es nicht um Beauty oder ähnliches, sondern um Accessoires. Und wir erhalten diese in so einer kleinen, hübschen, dunkelblauen Crushbox, wie wir sie vom Make-up her kennen. Das ist eine Limited Edition von der Goodiebox in Kooperation mit der Marke Suyava. Wir erhalten hier Accessoires für Haare, aber auch Schmuck gibt es und andere Fashion-Accessoires, so wird das dort auf der Homepage genannt. Als erstes haben wir hier etwas Rotes in Form einer Rose gefaltet. Hier hinten scheinen noch Gummibänder dran zu sein. Lamia Rosa nennt sich das in Rot. 21 Euro wert. Es ist ja nett, dass sie die Preise direkt mit draufgelassen haben. Dann schauen wir mal, was das sein soll. Kommt alles in diesen kleinen Plastiktütchen. Da scheint irgendwie Kleber auf dem Stoff zu sein. Kann ich das hier rüberziehen? Ich will auch nichts kaputt machen. Ich befürchte, ich muss es kaputt machen. So, was ist denn das? Da haben wir ein ganz langes Band. Ein richtig, richtig langes Band. Und am Ende hängt diese Rose. Ich weiß nur nicht gerade, was man damit machen soll. Da muss ich mal nachschauen. Ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben, was ihr denkt, dass das ist. Ich habe einmal kurz Google befragt. Und hier kommt die Auflösung. Dieses Röschen legt man sich um den Hals und ich glaube sogar mehrfach mit den Strippen. So ungefähr in dieser Form. Und das ist ein Accessoire wie eine Kette für den Hals. Das ist mal was ganz anderes. Und so ein knalliges rotes Röschen am Hals, das ist auch ein mutiges Accessoire. Ich habe gerade überlegt, zu welchen Anlässen man das benutzen könnte. Vielleicht habt ihr eine Idee dazu. Ich bin da gerade auf nichts gekommen. Es ist süß gemacht. Man muss mal schauen, wann das Anwendung finden kann. Und mit diesen langen Strippen lässt sich das natürlich auch, wenn man möchte, ums Handgelenk tragen. Das kann man ja auch ein paar Mal dann rumwickeln. Das ist ausgefallen. Das fängt ja schon mal ganz spannend an. Machen wir mal mit etwas weiter, was mir bekannt ist. Eine Haarspange haben wir hier in so einem Bernsteinfarben. Da steht geschrieben 13 Euro helle Messy Big Sand Farben. Das ist eine schöne Haarspange, die auch einen wertigen Eindruck macht. Da haben wir nochmal das Preisschild mit drin. Auch eine schöne große Haarspange. Gute Qualität. Das gefällt mir sehr schön. Das kann man immer gebrauchen. Und wem die Farbe nicht ganz zusagt, um das im Alltag zu verwenden, der nutzt es bei sich im Badezimmer. Dann gibt es hier ein weiteres Haarprodukt. 4-Pack Basic Essentials Elastic. Herbstglitzer nennt sich diese Variante, aus Nylon hergestellt, 13 Euro. 4 solche Haargummis haben wir. Hier löst sich leider schon ein bisschen was auf an dem lilanen. Einmal in lila, einmal in braun-gülden, würde ich sagen. Hier haben wir einen Bordeaux-Ton und einen Braunton. Ganz hübsch gemacht. Die sind mit so einer Perle, so einer ovalen Perle zusammengefügt. Kann man auch im Alltag gut gebrauchen. Was die Qualität macht, muss man schauen. Hier ziehen sich bereits ein paar Fäden. Eine schöne Sache, wenn man längere Haare hat. Für die Kurzhaarigen unter uns sind diese zwei Produkte eher nichts. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben hier noch etwas, was sehr funkelnd daherkommt mit Liebe. Suyava. Da haben wir keinen Preis mit drauf. Dann könnte das vielleicht ein Goodie sein. Ich nehme das mal raus. Das ist eine Haarspange, besetzt mit ganz vielen Plastikperlen. Die lässt sich mit der Klammer dann ins Haar geben. Ist ein hübsches, kleines Accessoire für die Haare. Das war Produkt Nummer 4. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt hier in der Box. Schade, dass das alles nochmal mit Plastik umverpackt ist zum Schutz. Aber es ist natürlich viel Plastikmüll, das wir hier haben. Wir haben hier so einen kleinen Beutel, der sich auch zusammenziehen lassen würde. Da ist auch noch was drin in dem Beutel. Und wir haben ganz, ganz viele Perlen. Das soll eine Kette sein. Haben wir früher gerne selber aufgezogen, mit diesen kleinen Blümchen immer zwischendrin. Da haben wir noch ein kleines Schild mit
an der Kette Daisy Necklace in Meadow Green und der Preis 31 Euro. Okay, rot. Ja, hier oben mit goldenem Verschluss. Auf dem Anhänger haben wir auch ein kleines Branding mit aufgedruckt. Eine sehr, sehr kurze Kette, die wird am Hals nah anliegend sein. Eine eher dezente Kette in diesen Brauntönen mit den kleinen süßen Blumen. Ich finde nur 31 Euro sind völlig überzogen für die paar Plastikperlen, die hier aufgezogen sind und der Verschluss. Da macht man sich das doch lieber wieder selber und kommt damit 4 Euro maximal raus. Eine nette Idee, aber wenn ich das im Preis-Leistungs-Verhältnis setze, gefällt mir die Kette nicht so. Ich lasse das kurz nochmal checken, bevor ich mein Fazit dazu gebe. Hier nochmal alle Produkte im Überblick aus der Box. Eine Kette haben wir mit dabei. Dann etwas weiteres für den Hals, so ein Röschen. Für die Haare 3 Accessoires. Einmal Haargummis, eine Spange und hier haben wir so eine Haarklammer. Würde ich mir für einen Preis von 29,90 Euro diese Accessoires selber kaufen? Nein, definitiv nicht. Wir haben einige Produktfehler mit dabei gehabt. Kann passieren. Darauf will ich jetzt auch nicht rumpochen. Weil ich hätte mir die Zusammenstellung so nie gekauft. Weder die Kette, noch würde ich so ein Röschen in meinem Hals tragen. Aber ist mal was anderes. Witzig, in Ordnung. Sehr schön finde ich die Haarklammer. Auch die Spange als Accessoire ist ganz nett. Hier gefällt mir die Qualität nicht so ganz. Das ist sehr mutig, kann man mal ausprobieren. Aber enttäuschend fand ich die Kette für einen Preis von 31 Euro. Das finde ich nicht gerechtfertigt. Ich fand es sehr spannend, mal in so eine Box auch reinzuschauen. Ich finde es toll, auch Accessoires mit in Boxen zu haben, sei es in Beautyboxen oder tatsächlich mal eine Limited Edition herauszugeben. Mir persönlich hat diese Box im Speziellen nicht gut gefallen. Keine Empfehlung von meiner Seite aus, aber das ist natürlich Geschmackssache. Das war ein kleiner Blick in die Sui Ava Box in Kooperation mit der Goodie Box. Euch ganz lieben Dank für eure Zeit, dass ihr mit mir da reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Lasst gerne einen Daumen hoch oder Abo da. Freue ich mich sehr. Wenn euch Unboxings gefallen, dann sind vielleicht diese beiden Videovorschläge hier auch noch etwas für euch. Viel Spaß beim Schauen. Passt gut auf euch auf.